Ja, hallo und herzlich willkommen zu Sakusa spielt Battlefield 3. Obwohl, der Sakusa spielt ja gar nicht selber. Und zwar ist es hier nämlich jetzt zum allerletzten Mal ein Sakusa spielt Battlefield 3. Aber nicht mit meinem Gameplay, sondern da muss ich jetzt mal einen herzlichen Dank sagen an die Zero Heroes HD. Die haben mir das nämlich angeboten, dass sie mir ein Gameplay von sich zur Verfügung stellen und dass ich das dann noch so kommentieren darf. Und genau, das ist mein allerletztes Mal, dass ich Battlefield 3 nochmal kommentiere, weil Battlefield 4 steht ja schon vor der Tür. Und genau, da erstmal ein herzliches Dankeschön dafür. Genau, die Zero Heroes HD, unten natürlich in der Beschreibung ist wieder der Link natürlich dazu, zum Kanal von denen. Sind wirklich super coole Leute, es sind zwei Kommentatoren, die auch, ja, Commentaries machen. Und ja, immer so Dual-Commentaries im Endeffekt, dann immer zu zweit und ja, also meiner Meinung nach super toll. Sind zwar noch ganz am Anfang irgendwie, haben noch nicht so viele Abonnenten, aber von der Qualität super genial. Ja, also ich zumindest persönlich finde, dass man denen richtig schön zuhören kann. Machen richtig, ja, schon ein bisschen lustige Sachen natürlich aber auch. Aber jetzt nicht so blödsinniges irgendwie rumgeplärre, so wie so dreijährige Kinder, was ja die meisten machen. Das ist auch nicht so meins und nee, die machen wirklich richtig schöne Sachen. Genau. Ja, jetzt mal ein bisschen was zum Gameplay noch. Das ist jetzt hier mal nicht auf dem PC gespielt, sondern die spielen auf der Konsole, genau gesagt auf der PS3. Genau, die spielen auf, was ist das hier? Metro, genau. Metro TDM. Ist ein schönes 21.3 geworden am Ende, also richtig gute KD. Er spielt mit der F2000. Ist auch so eine meiner Lieblingswaffen gewesen da am Ende hin. Spielt mit Medic natürlich, wie man sieht. Und ja, wie gesagt, richtig geiles Gameplay. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt hier mein allerletztes Mal Battlefield 3. Und da wollte ich vielleicht mal so ein bisschen so ein kleines Resümee machen über meine Erfahrung mit dem Spiel und was ich jetzt so abschließend davon halte und wie toll ich es fand oder wie oder nicht. Genau. Also ich habe das Spiel ja erst etwas später gekauft, nachdem ich ja, ich habe das nicht von Anfang an gehabt, weil, vielleicht wisst ihr es ja noch so, da war ja noch so ein bisschen so diese Problematik mit Origin und dieser Spyware, eigentlich wieder top aktuell, muss man wieder sagen, mit NSA und so weiter und der hat die haben es halt ein bisschen vorweggenommen, die hatten halt einfach von Anfang an so ein Spyware einem unterjubeln wollen, dass man gleich irgendwie alle Daten vom Computer ablesen kann und sich die irgendwie wegziehen kann. Und naja, gab es natürlich ein großes Bimborium, viele Leute haben das boykottiert. Ich drunter natürlich auch, weil, naja, so toll ist es das Spiel, dann kann das Spiel gar nicht sein, dass man sowas irgendwie zulässt, einfach so. Und naja, nach ein paar Wochen und Monaten haben es ja dann irgendwie dann alles ein bisschen zurückgefahren, haben das ein bisschen abgeändert, weil nachdem sich auch irgendwie, das war ja alles illegal, also da haben sich ja dann wirklich auch schon so Verbraucherschützer dann da drüber beschwert und die angeklagt und naja, dann mussten sie dann natürlich dann schon wieder den Schwanz einziehen und naja, große Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall habe ich es mir dann irgendwie recht spät dann geholt und wahrscheinlich auch so ein Grund, warum ich das ein bisschen jetzt auch noch ein bisschen länger gespielt habe und das auch bis zum Ende hin eigentlich jetzt nicht so ganz verbraucht war, wie jetzt vielleicht bei anderen Leuten, da habe ich schon von vielen gehört am Ende so, oh ja, jetzt langweilt mich schon so ein bisschen, jetzt könnte schon mal langsam das nächste rauskommen. Ist auch, glaube ich, 2 Jahren. Nee, aber, also, und von Anfang an habe ich es richtig gut gefunden. Also, geile Grafik, ich meine, da muss man jetzt gar nicht drüber reden. Irgendwie. Ich meine, weiß man ja selber alles. Klasse Dinge, also die Zerstörung und so weiter, habe ich schon alles von Socken gehauen. Vom Spielgefühl her, vergleich mal mit ein bisschen mit Battlefield 4 jetzt vielleicht auch. Also, das Spielgefühl fand ich jetzt ein bisschen schneller vor allem auch. Also, Battlefield 4 wird schon ein bisschen langsamer, auch was Bewegungen angeht und die Laufgeschwindigkeit zum Beispiel. Und ja, aber was mich so richtig positiv oder jetzt im Nachhinein negativ irgendwie aufgefallen ist, ist echt, wie schlimm dieser Unterdrückungseffekt ist. Also ich hatte das so beim Spielen gar nicht so, ja, so richtig aufgefallen. Man hat sich wahrscheinlich so dran gewöhnt gehabt, aber so dieses, kennt ihr ja, Suppression-Effekt, wenn dann irgendwie die Kugeln um den Kopf rumfliegen, dass dann halt alles ein bisschen verschwommen wird von der Sicht her. Und ja, also sie haben schon ein bisschen übertrieben, wie ich finde. Vor allem, wenn man so von Battlefield 4, von der Beta zurückkommt, und nochmal irgendwie kurz reinzockt, boah, also ich konnte es gar nicht mehr spielen, das war echt so ein einziger blurriger Bildschirm die Hälfte der Zeit und nee, also das ist ganz gut, dass sie das ein bisschen abgeändert haben bei Battlefield 4, also da kann ich echt nur denen gratulieren dazu, zum Glück. Ansonsten, ja, also von den Karten her, ich habe jetzt auch nicht alle wirklich so durchgezockt, ich habe mir auch kein Premium geholt zum Beispiel, weil ich fand eigentlich so mit den Karten vom Hauptspiel war ich eigentlich schon so gut bedient irgendwie. Und ja, ich bei dem Battlefield 3 hat mir jetzt mehr so diese urbaneren Stadtmaps wahrscheinlich eher gefallen. Also so, klar, das Rush von der Beta kennt man ja dann noch irgendwie. Das fand ich halt richtig geil damals schon. Und ja, natürlich noch für Kanäle zocke ich auch fast durchgehend irgendwie TDM dort drauf.
Und ja, was mir nicht so ganz toll gefallen hat, waren jetzt so die größeren Maps, aber liegt einfach daran, dass ich halt einfach nicht so mit den Helis klargekommen bin oder mit den Jets. Das war halt so Operation Firestorm und wie heißt die, Caspian Border, genau. Die waren jetzt nicht so meins. Aber so alles bei allem waren es schon richtig geile Maps irgendwie. Also da war wirklich so für jeden was dabei. Schön vielfältig irgendwie. Jetzt nicht zu groß, würde ich jetzt mal sagen. Also nicht so diese Übermaps irgendwie, bis auf vielleicht so zwei Ausnahmen. Aber also so, ich fand die eigentlich richtig geil. Da konnte man eigentlich nicht meckern. War auch immer schön was geboten, so unterschiedliche Sachen. Und ja, bisschen blöd war natürlich auch so, dass sie halt das nicht so ganz ausgefeilt hatten, dass man jetzt sagen kann, okay, die Map spielt sich genauso geil, wenn man jetzt irgendwie keine Conquest drauf spielt, als wenn man jetzt irgendwie Team Deathmatch drauf spielt, weil das hat man schon gemerkt. Da haben sie dann einfach nur die Map irgendwie abgeschnitten irgendwie außen und ja, hier viel Spaß beim Team Deathmatch irgendwie. Und ja, das soll jetzt bei Battlefield 4, was ich jetzt schon von vielen Quellen gehört habe, viel besser werden. Da soll es wirklich also richtig ausgefeilt sein, dass man wirklich dann mit jedem Spielmodus, dass es dann wirklich perfekt darauf ausgelegt ist, diese Map. Und das ist nicht einfach nur so ein kleinerer Zuschnitt irgendwie ist, wie es halt bei Battlefield 3 leider Gottes dann doch bei den meisten Maps war. Deswegen habe ich auch Team Deathmatch bei den meisten Maps gar nicht spielen wollen, weil das einfach so eine, ja, so nichts Halbes, nichts Ganzes war. Und habe schon gemerkt, sie haben es einfach nur für Conquest ausgelegt oder für Rush zumindest auch. Und alles andere haben sie dann im Nachhinein einfach so, ja, das packt man jetzt auch mit rein, aber so wirklich viel Sinn und Verstand war da jetzt nicht so dabei, wie ich fand. Und ja, hoffe ich jetzt mal auf jeden Fall, dass es bei Battlefield 4, so wie es jetzt halt von allen Leuten heißt, wirklich so sein wird. Das ist halt dann schön, auch für die ganzen anderen Spielmodi. Es gibt ja noch ein paar mehr vor allem, also ist ja noch mehr Arbeit eigentlich für die gewesen, für die DICE-Leute, dass es halt dann so richtig schön drauf ausgelegt ist. Ja genau, Premium habe ich mir nicht geholt gehabt, weil ich mag einfach diese DLC-Politik nicht und das unterstütze ich einfach auf keinem Auge, egal bei welchem Spiel, das kommt mir nicht in die Tüte hier. Und ja, ich habe es auch jetzt wirklich irgendwie vermisst, irgendwie, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, jetzt hätte ich schon mal wieder ein paar neue Maps irgendwie gebraucht. Also wie gesagt, ich habe es eigentlich mit den Hauptmaps irgendwie ganz gut über die Runden gebracht irgendwie. Und ja gut, ich habe ja einen DLC hab ich mir dann noch geholt, nachträglich diesen Close Quarter. Weil, ja, das so ein bisschen so aus der Reihe gefallen ist und so dieses Team-Deathmatch-basiertere, das fand ich halt nicht schlecht. Und ja, das war nicht schlecht, also ich fand es schon irgendwie cool, so vom Look her, die Maps waren auch recht geil, so ein bisschen so dieses Mirror's Edge-artige, so dieser clean Look. War da auch ein paar neue Spielmodus, neue in Anführungszeichen Spielmodus dabei, so das Gunmaster etc. Ja, alles nicht schlecht und so weiter, aber also ich weiß jetzt echt nicht, ob das 15 Euro wert war für mich so im Nachhinein. So viel habe ich dann auch nicht gespielt irgendwie, also am Anfang ganz geil, aber das nach einer Zeit hat es dann irgendwie recht schnell, als dann verbraucht, ich fand. Und ja, also so Premium und DLC, die Leute sagen halt, dass es immer toller Content ist und so weiter, immer schöne Maps und so weiter, kann ja auch alles sein, aber ich sehe das einfach nicht ein, irgendwie da 15 Euro jeweils irgendwie für so ein scheiß Kartenmap da irgendwie zu bezahlen. Und das sollte einfach dann so nachpatchen, so wie früher, ansonsten können sie mit dem Buckel runterrutschen, aber gut, das ist nur meine Meinung. Ja gut, also alles in allem muss ich nicht sagen, Battlefield 3 war schon so eins der geileren Multiplayer-Shooter, die ich so gezockt habe in meiner Laufbahn als Spieler. Und bin jetzt aber auch schon richtig freudig gespannt auf das Battlefield 4, was ja jetzt schon irgendwie so in den nächsten Tagen dann rauskommt. Also darf jetzt dann auch endlich mal kommen, 2 Jahre jetzt dazwischen. Finde ich, reicht jetzt irgendwie auch. Will sich irgendwie mit ganz abschließen irgendwie. Vielleicht komme ich nochmal irgendwann mal wieder zurück zu Battlefield 3, zocke dann mal wieder ein paar Runden, aber so im Groben und Ganzen werde ich das jetzt nicht mehr großartig zocken. Ist auch logisch, weil jetzt erstmal Battlefield 4 alles austesten und so weiter. Nee, aber so. Alles in allem, ich hatte viel Spaß damit irgendwie. Also hat sich schon gelohnt. Auch ohne Premium konnte man das eigentlich recht geil irgendwie so die ganzen 1,5 Jahre oder 2 Jahre, ist ja draußen, aber für mich halt 1,5 Jahre nur, konnte man das ganz gut zocken, wie ich fand. Und ja, ich hoffe, das war jetzt ein würdiger Abschluss hier mit dem schönen Gameplay von, mal als Abwechslung auch mal noch eine Konsolenversion. Finde ich, wie gesagt, sieht man eigentlich kaum, also bis auf die Steuerung, also von der Grafikqualität eigentlich recht top und so weiter. Genau, also dann nochmal schönen Dank an die Zero Heroes für das Gameplay und genau, in den nächsten Wochen wird auf jeden Fall recht viel von Battlefield 4 rauskommen an Gameplays von meiner Seite aus, also da könnt ihr schon mal recht gespannt sein. Ich plane auch noch ein Tutorial, so ein Anfänger-Tutorial, werde ich dann Noob-Tutorial nennen, ganz ausgefallener Name, wo der dann so ein paar, ja, so für die Einsteiger vielleicht ein bisschen ein paar Tipps und Tricks noch lernen könnt, wie ihr damit dann gleich auf dem
Battlefield dann klarkommt. Gut, das war's jetzt von mir. Macht's gut, bis dahin. See ya!